Das spanische Militär desinfiziert die Wohnhäuser gefährdeter Menschen in Getafe, einer Stadt im Ballungsgebiet von Madrid, etwa 14 Kilometer südlich des Madrider Zentrums gelegen. Über 56.000 Menschen sind in Spanien mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Ungeachtet aller Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus hat Spanien China bei der Zahl der Todesfälle überholt. Dazu der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle, Fernando Simón. Leider ist die Zahl der Todesfälle mit 4.089 höher, als wir uns das wünschen würden. Die meisten von ihnen sind 80 Jahre alt oder älter, um genau zu sein, 67% von ihnen. 87% der Toten sind älter als 70 Jahre. Das spanische Gesundheitssystem ist mittlerweile an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Patienten mit leichten Symptomen sollen künftig in Hotels untergebracht werden. Dazu Hoteldirektor Manuel Murga. Wir haben auf 3 Etagen des Hotels insgesamt 111 Zimmer. Die Gesundheitsversorgung und die externen Dienste werden unsere Küchen nutzen können. Unsere Konferenzräume werden als Lagerräume zur Verfügung stehen. Wir verfügen über alle Einrichtungen, die benötigt werden. Das spanische Gesundheitssystem versucht, Platz in den Krankenhäusern zu schaffen, damit diese sich auf Patienten mit schweren Symptomen konzentrieren können.